Schon als die Mutter ihn um 6:30 weckte, hatte Arthur keine Lust zu gehen. Auch das Brot mit Erdbeermarmelade schmeckte nicht wie sonst, er ließ die Hälfte stehen. Was ihn schreckte, war nicht eigentlich das Wandern. Wer das glaubt, beurteilt Arthur schief. Was ihn schreckte, war das Wandern mit den anderen. Arthur fürchtete das Kollektiv. Doch seine Mutter, die nahm in solchen Fällen stets Partei für Schule oder Staat. Knaben, sprach sie, die sich ständig abseits stellen, werden nie im Leben Aufsichtsrat. Und sie füllte Vaters alte Thermosflasche eigenhändig mit Kaffeeersatz. Arthur steckte sie gehorsam in die Tasche und begab sich an den Sammelplatz. Dort standen sie. Arthur sah von fern, wie sich die Schar der Klassenkameraden um Assessor Eisenreich gruppierte, der ihn, was auf seinen Schulausflügen gang und gäbe war, das galileische Gesetz vom freien Fall explizierte. Das war sein Steckenpferd, lieber. Er hatte so eine Schwäche für Physik, obwohl ihm eigentlich die Fächer Turnen und Gesang oblagen. Die Klasse wusste dies und heuchelte mit Anstand und Geschick ihr ungeteiltes Interesse, wenigstens an Wandertagen. Als Arthur einen traf, fühlte sich Assessor Eisenreich gestört. Besagter Schüler war sowohl am Barren als auch am Reck der Letzte. Der konnte nicht einmal in die Riesengrätsche, sprich, er war es nicht wert, dass man ihm die Geheimnisse der Schwerkraft auseinandersetzte. Drum sagte er bloß und ein wenig spitz: Ach, sieh an, der Schüler Arthur erweist uns auch die Ehre. Die Kameraden lachten herzlich über diesen Scherz. Komisch. Es schien, als ob der Schüler Arthur ganz ohne eigenes Zutun ungeheuer spaßig wäre. Und dann ging's los. Zunächst ging's per Bahn durch graue Häuserklüfte bis zur Endstation der Linie 9, wo Assessor Eisenreich den Kompass prüfte. Und ab dann ging's immer querfeldein. So gelangten sie zu ihrem Wanderziele. Dieses war ein Denkmal und so wohl Tummelplatz für patriotische Gefühle und auch ansonsten, wie gewöhnlich, innen hohl. Eine 50 Meter hohe Stufenleiter führte mitten durch die Erzfigur bis zum Busen und für Schwindelfreie weiter über Hals und Kopf in die Frisur. Um, sagte Eisenreich, wer von euch den Mut hat zu springen, bekommt eine 1 in Turnen und Singen. Herzen klopften hörbar durch die Stille. Und der Klassenerste legte seine Brille behutsam in das Futteral und erklärte: Ich versuch's einmal. Bravo, sagte Eisenreich und drückte ihm die Hände voller Überschwang. Endlich einer, der den inneren Schweinehund besiegte. Der Primus wurde rot vor Stolz und sprang. Die Kameraden konnten sehen, wie der Klassenerste 50 Meter frei zur Erde fiel. Der Assessor sprach: Der Anfang ist das Schwerste, lieber. Weiter unten ist sein Kinderspiel. Und, so fuhr er fort, je tiefer einer falle, desto höher die Geschwindigkeit. Jo, das beruhigte sie. Drum sprangen schließlich alle und der Lehrer stoppte ihre Zeit. 10 der Kameraden waren schon gestartet und der Nächste würde Arthur sein. Aber Arthur machte völlig unerwartet Schwierigkeiten. Arthur sagte: Nein. Spielverderber, schrien die übrigen und schwangen sich ins Leere einzeln Stück für Stück. Arthur sah, wie die Kollegen sprangen, hielt sich aber seinerseits zurück. Und er stieg die 50 Meter hohe Leiter abwärts, bis er sicheren Halt gewann und kam zwar als verhasster Außenseiter, jedoch mit heilen Knochen unten an. Lasst uns die Ballade noch präziser fassen, damit sie ja keinen Pädagoge übel nimmt. Mag sein, dass es keine Lehrer gibt, die Knaben springen lassen, aber Knaben, die gegebenen Falles sprengen, gibt's bestimmt.